So, ihr Lieben, kurz erklärt, was überhaupt ein Closer ist, weil wir momentan auf der Suche nach Closern sind und ich das einfach mal bei mir auf Instagram gepostet habe. Und wenn du mir noch nicht. I got a taste of the real world. I got battered on the North Shore. It gave me comfort when I. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, mach das auf jeden Fall. Abonniere auch YouTube und alles Mögliche. Wir haben geschrieben, dass wir momentan einen Closer suchen. Wir haben auch aktuell 10 Closer. Wir suchen aber natürlich immer mehr Closer, weil wir natürlich auch die Werbestrategie hochfahren. Aber was das überhaupt ist, und viele kennen den Begriff gar nicht, viele haben uns kontaktiert und über Instagram angeschrieben und gesagt, hey, was sucht ihr da überhaupt, was ist das Closer? Deswegen mache ich das Video jetzt, bevor wir das jedes Mal immer wieder erklären, mache ich jetzt einmal ein Video und erkläre, was das ist, was die Aufgaben vom Closer sind, wie man Closer werden kann und alles Mögliche. Also erstmal, was ist überhaupt ein Closer? Coaches wie ich und auch viele andere bekommen natürlich täglich Anfragen. Wir haben 500 Anfragen ungefähr im Monat. Andere haben 5000 Anfragen im Monat, je nachdem, wie groß der Coach ist. Und diese Anfragen nehmen die Closer an. Das sind also sogenannte Vertriebler, die am Telefon verkaufen, so grob gesagt jetzt. Also wir als Coaches oder Dienstleistungsanbieter oder sonst was oder selbst auch bei uns im Großhandel, in der Großhandelfirma, bekommen wir auch viele Anfragen. Und Closer sind Personen, denen wir diese Anfragen geben und die den Verkauf für uns übernehmen und auch die Erklärung der Produkte und sonst was. Als Closer bekommt man einen Teil der Provision. Für uns ist das, für uns ist der Vorteil, dass wir nicht direkt Mitarbeiter einstellen müssen, die durchgehend diese Anfragen bearbeiten, weil die Anfragen wechseln immer von Monat zu Monat, mal ist es mehr, mal ist es weniger. Und die Qualität, die wir haben es natürlich am Anfang erstmal mit dem Mitarbeiter versucht, die Qualität ist einfach nicht so gut wie die Closer selbst, die da wirklich geschult sind und ausgebildet sind in diesem Bereich und die auch da schon eine gewisse Erfahrung mitbringen, die sind einfach besser. Das ist aber nicht der eine Grund. Der andere Grund ist, weil es auch um Provisionen geht. Das heißt, Closer bei uns verdienen, der höchste im Monat hat 10.000 Euro verdient, der unterste verdient 1.000 Euro, der das so nebenbei macht. Also als Closer ist es so, du hast hohe Verdienstmöglichkeiten, aber für uns ist es natürlich auch gut, denn je mehr und je besser der Closer verkauft, desto besser ist das natürlich für uns. Und bei einem Mitarbeiter war das so, der Mitarbeiter hat einfach sein Geld von uns bekommen und dem war das egal. Selbst als wir da gesagt haben, du kriegst noch plus 10% oder Provision und. Es hat einfach nie so gut geklappt wie mit Closer. Deswegen fahren wir da sehr, sehr gut mit und wir möchten das auch natürlich noch weiter steigern, noch weiter nach oben. Je mehr Closer, desto besser. Wir werden natürlich, momentan sind die Anfragen an die Closer angepasst. Jetzt haben wir natürlich aber wieder Spielraum, wir können die Werbestrategien wieder hochfahren, etwas wieder hochskalieren. Dadurch bekommen wir noch mehr Anfragen rein und können das natürlich dann auch an die Closer weitergeben. Also, ich hoffe, du hast jetzt verstanden, was so ein Closer macht. Ich gehe nochmal jetzt kurz ein Beispiel mit dir durch, damit du das verstehst. Als Beispiel, bei uns kommt jetzt eine Anfrage rein von einem Unternehmen, das zum Beispiel momentan auf Amazon verkauft, aber deren Produkt noch gar nicht gefunden wird. Und so ein Kurs kostet bei uns zum Beispiel 3.000 Euro, damit die Person lernt, wie die ihr Produkt auf die erste Seite bringen kann. Und das ist so eine Anfrage, die wir dann weitergeben. Die Person, die dann diese Anfrage bearbeitet, ist dann in diesem Bereich geschult. Die wissen, wie das funktioniert, wie man ein Produkt nach oben bringt. Also die kennen das Grobe natürlich, um das der Person so gut wie möglich zu vermitteln. Die Arbeit macht natürlich dann jemand anderes im Hintergrund. Aber die Person nimmt dann diese Anfrage, kontaktiert, schaut sich das Produkt von dieser Person an und kontaktiert uns dann nochmal und ermittelt so ungefähr, okay, du brauchst den und den Preis, um auf die erste Seite zu kommen, oder dein Werbebudget muss ungefähr so und so viel sein. Also es ist wirklich immer individuell bei diesem Bereich jetzt, an diesem Beispiel. Wir haben natürlich Sachen, die sind einfach fest. Aber in der Regel ist es jetzt einfach so, dass der Closer die Anfragen nimmt, bearbeitet und denen das passende Modell oder das passende Produkt anbietet. Das ist jetzt ein Closer. Und der Closer bekommt von uns immer eine Provision. Das ist immer, es kommt aber auch an, wie gut der Closer ist und in welchen Bereichen er so aktiv ist. Im Schnitt sind es immer so 20 bis sogar 40%, je nachdem, was es so ist. Aber im Schnitt sind es wirklich 20%, die wir da so dem Closer geben. So, das war's jetzt. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden, was ein Closer ist. Entweder kannst du schon, wenn du irgendwo anders eine Ausbildung gemacht hast, dich gerne bei uns bewerben und als Closer arbeiten. Wir werden dann natürlich verschiedene Tests mit dir durchführen, um zu schauen, okay, kommst du mit unseren Produkten klar? Wir haben ja 10 verschiedene Produkte, die wir momentan anbieten. Oder du sagst, hey, mich interessiert das Ganze, ich möchte gerne Closer werden. Da haben wir auch eine Ausbildung dazu aufgebaut mit unseren Closern, die momentan einfach top sind. Wir haben einfach geschaut, was machen die so gut, warum sind die so gut. Und ich habe ja selbst vorher als Closer bei mir selber gearbeitet. Das heißt, die Anfragen habe ich ja selbst am Anfang angenommen. Habt ihr natürlich weitergemacht und dann die Kollegen aus meinem Team und dann halt erstmal die Closer. Das heißt,
Wir haben da schon eine gewisse Erfahrung, wir haben sehr, sehr viel bearbeitet. Und das Gute ist, wenn du bei uns zum Beispiel als Closer arbeitest, würdest du auch direkt die Leads von unseren Produkten bekommen. Wir zeigen dir aber auch, wie du natürlich noch weitere Leads generieren kannst. Also, wenn du Closer werden möchtest, melde dich bei uns. Wenn du schon Closer bist, melde dich auch bei uns. Das war es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. Wenn nicht, schreibt uns einfach nochmal an. Dann werde ich noch ein zweites Video machen mit allen Fragen, die bis dahin nochmal auftauchen. Bis dann, ciao, ciao.